Und ich mache jetzt eine kurze Pause vom Schulzeug und gehe jetzt mal, habe mich fertig gemacht und gehe jetzt in die Stadt, ein bisschen was einkaufen. Ja, ich werde eure Fragen dann später noch beantworten. Hi Freunde, ich werde jetzt eure Fragen beantworten. Und zu der Frage, ich konnte mal den Zauberwürfel, also so eine Seite, lösen, weil mir das mal jemand gezeigt hatte, wie man das so, keine Ahnung. Aber mittlerweile, nein. In die Hülle von Amazon. Ich kann euch irgendwie leider gerade nicht den Link einfügen. Ich weiß auch nicht, warum das gerade nicht geht, aber ich mache euch im nächsten Storytape einfach mal einen Screenshot. Und ich fand die ganz praktisch, weil ich kann das gar nicht leiden, wenn Handyhüllen so gelb am Rand wären. Und die kann ja theoretisch nicht gelb werden, deswegen. Ich habe den Jahresrückblick und ich bearbeite eigentlich generell fast jedes bearbeitete Video, was ich hochlade, mit iMovie, weil das ziemlich einfach ist und auch kostenlos. Und das kann man sich auch aufs Handy runterladen, aber ich mache es immer auf dem MacBook, weil man da mehr Übergänge hat und mehr Filter. Ich habe eigentlich schon immer lange Haare. Also klar, wo ich noch kleiner war, waren sie noch kürzer, aber ich hatte sogar schon mal noch längere Haare, als ich jetzt habe. Und das klingt jetzt vielleicht richtig unlogisch, aber dadurch, dass meine Haare so dick sind, sind sie viel pflegeleichter, wenn sie länger sind, als wenn sie kürzer sind. Die Frage ist echt richtig gut, weil, also nein, die Toiletten, die im Film gezeigt werden, sind nicht die Toiletten, wo man wirklich auf Toilette gehen kann. Und deswegen hatte ich in meinem ersten Jahr da richtig Angst, dass ich auf so eine Filmtoilette gehe. Die Frage wurde richtig oft gestellt, aber ich weiß gar nicht, wie ich die beantworten soll. Weil ich habe halt immer mal so Lieder, die ich cool finde, aber ich könnte jetzt nicht so ein Lied sagen, wo ich sage, das ist mein Lieblingslied. Das ändert sich bei mir auch von Tag zu Tag. Also wir dürfen uns nicht selber aussuchen, was wir anziehen. Wir haben eine Kostümbildnerin und die stellt uns dann Kostüme zusammen, die eben zu dem Charakter und zu den Eigenschaften und generell eben zu der Rolle passen. Das kommt richtig auf meine Laune drauf an. Also wenn ich mir Locken eindrehe, finde ich das immer richtig schön. Aber meistens glätte ich mir ja meine Haare und aus Natur habe ich ja eigentlich so Locken. Aber die mag ich irgendwie nicht so. Ich weiß nicht. Ach du Kacke, ich habe gerade mal nachgeguckt. Ich habe 12.125 Bilder und 456 Videos. Aber an der ganzen Sache ist ja auch noch, dass ich die natürlich alle gesichert habe. Nein, habe ich nicht. Und wenn jetzt irgendwas mit meinem Handy passiert, sind die weg. Ich muss die wirklich mal sichern. Und Leute, wisst ihr, was mir passiert ist? Ich habe eine Festplatte, da habe ich so viele Videos und alles drauf. Und ja, mein Vater hat mir gesagt, ich soll mir eine zweite Festplatte machen, wo ich die nochmal doppelt drauf sichere. Ich habe es natürlich nicht gemacht und jetzt geht irgendwie die Festplatte nicht mehr. Oh, ich hoffe so, dass die nicht kaputt ist. Dann bin ich wirklich. Also ich habe nie irgendwie Reitunterricht oder so genommen, aber sehr, sehr viele aus meinem Verwandtenkreis und auch Bekanntenkreis haben Pferde. Deswegen hatte ich da sehr oft die Möglichkeit, mal zu reiten, wenn ich wollte. Und deswegen war ich auch öfters mal reiten, aber ich habe jetzt nie Unterricht genommen. Irgendwie wurde ich sehr oft gefragt, ob ich alleine wohne. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Vielleicht, weil ich einkaufen war oder weil man meine Eltern und meine Schwester nie in der Story sieht. Aber nein, ich wohne mit meinen Eltern und meiner Schwester. Ich zeige sie nur nie in der Story. Also meine Schwester manchmal, aber ja, ich wohne nicht allein. Also, ich mache das meistens so. Ich schreibe mir eine Liste, was ich an dem Tag schaffen will und schreibe aber auch eine Sache drauf, die mir Spaß macht. Zum Beispiel irgendwie kochen oder backen oder irgend sowas. Und dann will ich halt das andere so schnell wie es geht schaffen, damit ich dann das Schöne machen kann. Das wird mir so oft geschrieben und ich habe mir das auch vorgenommen. Ich mache das nächste Woche. Ich möchte nur vorher irgendwie noch ein bisschen was umdekorieren, was mir gerade nicht ganz so gut gefällt. Und habe dazu auch schon alles da und ich mache das noch. Versprochen. Hallöchen Sophie, ich hoffe, es geht dir gut und ich hoffe auch, dass ich deinen Namen richtig ausgesprochen habe. Also ganz, 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 ganz viele liebe Grüße an dich und dir noch einen ganz, ganz schönen Abend. Ähnlich wie beim Lieblingslied. Ich kann mich nicht so genau festlegen, aber ich kann ja mal sagen, was ich so nice finde. Also ich liebe Donuts, Ofenkartoffeln, dann ganz klassisch Nudeln, Burger. Oh, es gibt so viel. Oh, jetzt habe ich Hunger. Also ich habe geplant, mit Plänen ist es immer so ein Ding, weil es kann alles nochmal anders werden, aber ich möchte sehr gerne mein Abi machen und danach auf jeden Fall die Schauspielerei weiterverfolgen. Freunde, das war es erstmal mit der Fragerunde. Dankeschön auch für die ganz, ganz vielen lieben Nachrichten. Und ja, du darfst die Fragerunde beenden. Und Dankeschön.